ganz eine großartige Idee des ÖGB, hier sozusagen über den Tellerrand blicken zu können und auch das Wissen, die Kenntnisse von anderen Bereichen aufzunehmen. Weil man auch die eigene Erfahrung und Ideen hier kundtun kann, aber auf der anderen Seite auch Neues erfährt, andere Perspektiven auch hört und damit also hier auch für den gesamten ÖGB, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land Schritte ableiten kann, wie es weitergehen soll, wie wir es besser machen können im Sinne von guter Arbeit, im Sinne von gutem Einkommen, gutem Leben. Der ÖGB hat wahnsinnig viele Erfahrungen, was Beschäftigte betrifft. Die hat der Klima- und Energiefonds zwangsläufig nicht. Wir kennen viele der Themen, aber natürlich aus Studien auf der Metaebene. Und wir haben natürlich auch Projekte, wo man ganz konkret auf einzelne Unternehmen zugeht oder mit denen arbeitet. Es ist ein guter Mix aus Praktikern, Theoretikern, um entsprechend die Positionen des ÖGBs zu diskutieren und mit entsprechender Expertise vielleicht sogar verbessern zu können. Was sind die Berufe und die Tätigkeiten der Zukunft? Wo brauchen die österreichischen Gewerbetreibenden, die österreichische Industrie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um weiterhin erfolgreich zu sein? Und wie schaffen wir es wirklich im neuen Bewusstsein, verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umzugehen? Wir brauchen Förderungen für junge Leute, um auch zukunftsweisend sozusagen Arbeitsplätze zu sichern. Wir brauchen mehr Lehrstellen, auch im Bereich unserer Unternehmen wie Post AG und A1 Telekom. Und hier bedarf es insbesondere im Bereich auf die Digitalisierung neuer Ansätze. Wir erwarten, dass sich ein Großteil des Einbruchs während Corona wieder quasi von selbst lösen wird. Aber die Regierung könnte noch einiges tun, um diesen Aufschwung dingfest zu machen, um ihn abzusichern. Da könnte man zum Beispiel ein zweites Konjunkturpaket überlegen, das dann als Fokus haben sollte, öffentliche Beschäftigung. Wir haben zwar zwei Gemeindepakete bekommen, die reichen allerdings nicht aus. Vom zweiten Gemeindepaket ist 1 Milliarde rückzahlbar. Hier wäre es unser ganz, ganz dringender Wunsch und unsere Forderung, dass zumal diese Milliarde nicht zurückgezahlt werden muss, damit die Gemeinden Liquidität haben und auch weiterhin Aufträge erteilen können. Wir haben derzeit leider tatsächlich ein großes Problem mit einem Mismatch am Arbeitsmarkt. Das heißt, die Vorstellung der Arbeitgeber, was wünschen sie sich für Arbeitskräfte und das Angebot, also was bringen die Arbeitssuchenden für Qualifikationen mit, das klafft ganz, ganz weit auseinander. Also meistens wünscht man sich junge, motivierte, gut ausgebildete Fachkräfte. Es entsprechen aber nur etwa 10% der Arbeitslosen diesem Bild. Wie können wir dorthin kommen, dass wir auch den anderen 90% eine Chance geben? Da geht es einfach darum zu sagen, ich nehme vielleicht auch jemanden, der über 50 ist, ich nehme vielleicht auch jemanden, der eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, der noch keine Ausbildung hat. Und wenn wir das schaffen, dann können wir gemeinsam ganz, ganz viel am Arbeitsmarkt bewegen. Dann können wir nämlich einerseits die vielen offenen Stellen, die wir derzeit haben, ganz rasch besetzen und andererseits die Arbeitslosigkeit kräftig reduzieren. Thank you.